Moin moin liebe Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Ikarus. So, ich habe mich auch entschieden und zwar, ja, Eissturm-Expedition. So, seems the UDA has noticed you. Told Lagos Unit to offer you this one direct. They want Arctic Territory opened up. Whole new zone. Untouched, uncharted and seriously unsafe. Some wild weather patterns happening in there, which has got Group 15 interested, too. Upside is, it pays real good. But it ain't a walk in the park. What do you think? Ja, platziere die Störeinrichtungen auf dem Boden des arktischen Gletschers unter einem Unterschlupf und aktiviere sie. Berge Gerätekomponente 1, 2, 3, stelle das Gerät zusammen. Jo. Dann geht's wohl mal in Eisrichtung, ne? Ich habe ja Fellausrüstung irgendwie so, ne? Schiffgebiet beanspruchen, hab wieder alles mit dabei. Ja, Sauerstoffflasche, ja, die ist nun mal leer, ne? Aber mal gucken. Also, dann Ausrüstung bestätigen. Und dann geht's einfach mal wieder zum Landen unserem heißgeliebten Planeten. Ja, wie oft wir da schon hoch und runter gesaust sind, ne? Also, da könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, weißt du, du landest auf dem Planeten und hast dann Zugriff auf deine Werkstatt und so und dann kriegst du halt im Laufe dieser Zeit immer wieder hier und da eine neue Mission zugelegt und dann kannst du die machen, anstatt jedes Mal neu zu starten, ne? Also, dass du dich permanent, ich glaube, in der ganzen Zeit, wo ich jetzt hier gespielt habe, da hätte ich schon ein riesen Haus haben können. Aber okay, die Entwickler wollten es halt so haben. Weil jetzt fange ich wieder von Null an hier. Nur vom Level her nicht, ne? Aber im Grunde genommen, ich fange wieder von nix mit nix an. Das kann schon manchmal, glaube ich, ein bisschen nervig sein. Also. Lagos Unit want access to new territory, but it ain't gonna be simple. There's heavy weather, freezing temperatures, and God knows what else over there on the ice. And there's more. Group 15's got meteorological tech they want tested up there, but the last storm scattered the drop drones to hell. You need to find them, fix them, set it up somewhere safe, and run a test fire during a storm. Good news is, looks like terraforming threw the region into some kind of storm loop. Echt? I told you this one was wild. Check your map for markers, then do what you gotta do. Boah. Okay. So, jetzt hol ich mir erstmal meine Sachen raus. Ja, Sauerstoffflasche ist halt leer, ne? Naja, okay. So, M. Oh, guck mal da. Neues Gebiet hier. Okay, dann baue ich mich hier auf und dann latsche ich darüber, oder? Will ich doch ganz ehrlich sagen, ne? Oder? Ja, würde ich, glaube ich, sagen. Ich weiß natürlich nicht, was mich hier wieder erwartet. Oh ja, natürlich. Jetzt schon ein Wolf. Hallo. Hey, hau ab. Ich hab doch noch gar nichts gebaut. Der Wolf, der ist schon auf Jagd. Warte, warte, warte. Ich hab dich gleich. Mal ganz schnell schneiden, Stein holen hier. Zack, zack. Okay, so, Herstellung. Da packe ich gleich Wasser rein. Kein Problem. Also, ich brauche die Axt.
Der Bogen, ja, aber noch ein paar Stöcker, Messer. Und natürlich eine Fackel. Okay, 16.12 Uhr ist das schon. Aber gut, die haben mich hier echt zur Nacht hingeschickt, ne, die Schweine. Warte mal, das darüber, das darüber, das darüber. Brauchen wir kurz den Baum hier weg. Das Einzige, was jetzt mir in die Quere kommen könnte, wäre doch tatsächlich, warte mal, 50 Stöcker, genau so, wäre doch tatsächlich, dass ich jetzt natürlich keinen Schlafsack bauen kann, gell? So, Moment, jetzt noch den da. Also, oh ja, der war gut. Der war gut. Okay, so einen Bogen herstellen. Dann mache ich mir erstmal, ja, 30 Pfeile. 30 Steinpfeile reicht aus. So, Maximum. Da habe ich auch gleich schon meinen ersten hier. Ja, weil das nämlich jetzt dunkel wird, das finde ich auch ein bisschen blöd, ne? Hier mitten in der Nacht ausgesetzt. Boah, jetzt aber so zur Nacht hin. Du sitzt da ja noch brav. Das ist ja toll. Super, hast du auf mich gewartet, ja? Das ist aber lieb von dir. Haha. Okay, Moment. Jetzt kurz hier was trinken. Zack. Und das da rein. Ich brauche natürlich Oxid. Ja, komm, baue ich den mal ab hier. Ich liebe es, wenn die dann plötzlich ganz schon komplett fertig sind. Sehr, sehr schön. Also langsam wird es dunkel. Ne? Ich glaube, ich mache mal Licht an. Jawohl. Okay. Gut, dann würde ich jetzt sagen, dass ich mich jetzt hier erstmal. Ja, bei 7 Tage. Ah, da könnte mir aber schon sein, dass da irgendwas. Vor allem dann beim Sturm, ne? Beim Sturm dann austesten. So, Bett. Ah, noch 13 Fälle. Oh, das sind noch einige Fälle. Das sind noch sehr, sehr viele Fälle. Warte mal, das mal wieder reparieren. Schieben wir den mal beiseite hier. Wow. Ach so, okay, warte mal. Machen wir 3x3. Und dann 9 Stück. Ja. So,
12 von denen. Da sind nochmal ein paar Hirsche. Und er läuft weg. Wo ist denn mein... Achso, halt. So, so wollte ich es machen. Genau. Okay, Herstellung. Ich habe jetzt hier... Das da. Ja, komm, ich baue mich jetzt hier einfach mal auf. So, 2, 3. Ja, wir müssen jetzt erstmal in der Nacht hier kurz ausharren. Da bin ich direkt auf dem... Ah, nee, da. So. Da noch ein. Und hier noch ein. Sauber erwischt. Alles einsammeln, alles Roger Kambodscha. Oh, da war gar kein Fell dabei. Schade. Okay. Ja, die Wölfe geben halt gut Fell, ne? Wie immer. Oh, ein Fell. Nur das Rehkitz wird doch auch nichts wirklich haben. Naja, wir nehmen trotzdem alles mit. Und wenn ich hier in der Nacht erstmal einfach aufbaue. So, sind dann 12 Wände. Da brauche ich Fasern. Hier, Knochensichel. Ja, genau, komm, Knochensichel herstellen. Weil da kriege ich doch jetzt eine Menge Fasern mit raus. Jawohl. Okay. So, 12 Stück. Der Baum fehlt. Nehmen wir den Baum noch mit. Zack, 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 zack. Und zack. Oh, ey, doch nicht ins Wasser. Ah ja, da ist noch okay. Da ist noch ganz okay. Da überlasse ich dich noch. Ah, 3 Fälle wieder. Hase. Nö, will ich nicht. So, wie gesagt, ich will jetzt endlich meine 12 hierher bauen. Ne, eigentlich noch 2 mehr. Dann 6 von denen, ja, ob das passt. Ja, ich lasse das erstmal durchrödeln.
Genau, so 6. Siehst du, das passt nämlich nicht. Okay, komm. Gleich den nächsten Baum nehmen. Alles Klärchen, meine Bärchen. Wir hauen das hier jetzt mal voll durch. Dann brauchen wir hier noch 4 Stück durch. Dann gibt's noch eine Tür. Dann gibt's noch eine Tür. Und ich hoffe, dass ich jetzt Stein schlagen kann. Ausdauer verbraucht, das macht aber nichts. So, okay, warte mal. Zack. 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 Feuerstelle. Ach komm, wir machen gleich eine richtige Feuerstelle, ne? Halt, wo ist mein Stein nochmal da? Naja, also wenn, dann mache ich gleich eine richtige Feuerstelle. Braucht meine Werkbank eigentlich auch Stein? Ja, die braucht auch ein bisschen Stein, aber nicht viel. Oh, ich liebe diesen Skill. Ich liebe diesen Skill, ich feier den, ey. So, hier, Feuerstelle und dann können wir direkt Werkbank, das kann ich leider noch nicht. Zack, zack. So, wieder meine 3x3 Butze hier. So. Achso, ja, 3 Holzböen brauche ich noch. Perfekt. So, die Feuerstelle, die packe ich hier. Mal richtig schön da rein. Und dann können wir nämlich auch schon mal unser Fleisch braten. So, die Werkbank packe ich diesmal dahin. Und in der Werkbank brauche ich jetzt nochmal Holz. Holz und Stein, okay. Man kann halt richtig weit sehen, ne? Bis es dann wieder Tag ist, haben wir dann auch die Butze schon mal. Ui. Das war jetzt aber gleich. Ui, das war. Hui, hui. Ja, zum Glück können wir hier die Fackel auf den Gürtel legen, sodass wir wenigstens ordentlich was sehen können. So, komm. Machen wir das Ding dazu. So, Oxidlösung, ein Regenauffangbecken. Ja.
Ja, wobei die Feuerstelle natürlich noch genialer ist, ne? Weil die kriege ich halt erst ab der Werkbank immer. Machen wir den Steinofen noch gleich. So, warte mal. Zack. Zack. Steinofen gleich mitnehmen. So, den Regenauffangbecken. Gleich hier unten drunter. Der Oxid. Den mache ich hier hin. Oh, warte mal. Jetzt erstmal das Oxid hier rausnehmen. Zack, zack und zack. Ja, perfekt. Perfekt. Oh, ich muss auf jeden Fall Oxid holen. So, was hätte ich denn noch da, was ich bräuchte? Das wäre eine Textilwerkbank. Bearbeitungswerkbank kann ich noch nicht machen. Kupfer habe ich aber schon, Häutungsbank. Ja, dann muss ich Eisen wieder sammeln, ne? Oh, da, guck mal, der Langbogen. Komm, dann mache ich mir einen Langbogen. Der ist auf jeden Fall besser. Zerstören wir das mal. Der Schmelzofen, um dann den Amboss zu machen. Also, ja, weißt Bescheid, ne? Okay, und natürlich Oxid wieder sammeln. Du hast da auch schon mal ein bisschen was gekocht. Dann packe ich jetzt hier erstmal die Fasern rein. Und das Holz. Und der Schwefel. Ja, Knochen. Ja, nehme ich mal mit. So, warte mal. Das. Gut, im Dunkeln sieht man nicht wirklich vielen. Das ist immer so ein bisschen das Problematische. Aber guck mal, da ist nochmal Oxid. Okay, und eine Höhle muss ich finden. Eine Höhle für Eisen dann. So. So, jetzt nehmen wir den raus, damit er sich einmal voll machen kann. Mal richtig schön voll. Gell? Oh, Weather Event coming. Leichte Regenschauer ziehen auf. Perfekt. Berge, Gerätekomponente 1, Gerätekomponente 2. Ja, warte mal. Textilienbank, genau, dann will ich die nochmal haben. Ja, dann gib mir mal die Textilienbank, weil dann werde ich mir auf jeden Fall, das geht da ein bisschen in diese Schnee rein. Warte mal, Textilienbank. Dann baue ich hier die Schmelze daneben. So, und dann haben wir nämlich hier, warte mal, Fellhelm. 7% Kältewiderstand. 5%. 6%. Oh ja, hier der Fellbrustpanzer. Kältewiderstand, ja. Auf jeden Fall der Brustpanzer. Seil, Leder, Fasern. Na gut, während das jetzt regnet, kann ich hier nochmal gucken. Was würde ich am liebsten haben wollen, ne?
Gilly Armor Blueprints. Waren die Gilly Armor nochmal? Da nicht. Sind die für mich von Interesse? Gilly Armor, 10% Hitzewiderstand. Was ist das? Das ist nochmal Kältewiderstand. Eisbärenfell. Das wäre Kältewiderstand, ja. Ah, das wäre Hitzewiderstand. Das ist dann nachher für die Canyons ganz interessant. Ne? Was haben wir denn da? Und da auch noch Rüstung. Hier haben wir noch die Jägerbrustpanzer. Plus 10% Kältewiderstand. Der ist natürlich nicht schlecht, ne? Der ist auch ganz gut. 10% Kältewiderstand. Okay. Also, ne, verbessert die Verstohlenheit bei Stürmen. Weniger reduziert, okay. Beim Kriechen erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Tragen. Also, erhöht die Ausdauerregeneration nach erlittenen Schaden. Ja, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Nee, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Der ist immer noch nicht ganz voll. Okay. Die Regenschauer. Okay. Da. Genau, den Mörser brauche ich noch. Silizium. So, warte mal, wie sieht denn hier von der Karte her aus? Mal gucken, ob hier irgendwo in der Nähe eine Höhle ist. Achso, warte mal, Knochenmesser, ne? Wo bist du denn da? Leder und Holz, achso. Ich muss aber auch aufpassen, ne? Mit dem Ding. Muss mit dem Ding auch auf jeden Fall noch Eisen sammeln. Eine Höhle. Ja gut, dann warte mal, da hocke ich dann an der Seite mal. Oh. Aua. Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Da kommt doch noch einer. Noch einer? Nee, alles gut. Ich glaube, jetzt kann ich mir
Schwede. Scheiße, Stein. Fuck. Fuck, du Scheiße. Ich hab keinen Stein bei mir gelassen. Mann, bin ich wieder schlau teilweise, ne? Geht den auch schnell häuten. Okay, nochmal. Ich glaube, jetzt kann ich mir... Ja, Fasern habe ich zu Hause. Dann lass mich kurz mal nach Hause gehen. Meinen Schlafsack setzen. Oh, warte mal. Ja. Okay, komm, gib mir mal die Fasern endlich raus hier. So, hopp, hopp. Alles klar. So, Bettchen. Mach's dir gemütlich neben dem Oxidator hier. Schön, 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 schön. Ja, da ist schon wieder so gut wie eingerichtet. So gut wie eingerichtet. Und dann können wir das nächste Mal weitermachen. Tschüss.